Der größte Star, der Spieler steht gerade hinter Ihnen, aber was ist sonst noch so geboten beim Spielerfeld der BMW Open 2019? Also wir freuen uns sehr, dass wir deutsche Weltspitze haben, wie auch internationale Weltspitze. Und Sie haben es gerade angesprochen, Alexander Zverev ist für uns natürlich was ganz Besonderes, auch keine Selbstverständlichkeit, dass Alexander Zverev als Nummer 3 wieder zu uns kommt, zum 6. Mal bereits bei uns spielt. Eine ganz gute Zahl, obwohl er erst 21 Jahre alt ist. Dazu kommt Philipp Kohlschreiber, der dreimal hier gewonnen hat, 3 Finals gespielt hat, zum 14. Mal kommt. Und Jan-Lennard Struff. Aber besonders toll finde ich auch, dass wir aus internationaler Sicht Spieler da haben, die aus 11 verschiedenen Nationen kommen. Wir haben zum Beispiel 3 Argentinier da, die auf Sand bekanntlich sehr, sehr stark sind. 2 von denen haben auch ein Turnier bereits gewonnen, 2019. Dann haben wir 3 Italiener bei uns, ein Spieler aus Japan, ein Spieler aus Amerika. Wir haben einen Spieler aus Moldawien, der auf dem Weg ist in die ersten 50 in der Weltrangliste. Also wir haben unterm Strich alles da, was das Tennisherz begehrt. Erfahrene Spieler, Turniersieger der BMW Open bei FIU vergangene, wie auch junge Spieler, die in die Weltspitze nach vorne drängen. Ist ja bekanntermaßen auch abseits des Tennisplatzes Jahr für Jahr was geboten. Sagt denn das Rahmenprogramm? Also Rahmenprogramm bei uns ist natürlich vor allen Dingen viel getan für die Kinder, sodass Familien auch bei uns immer ihren Platz haben. Das ist uns sehr wichtig. Und wir haben, was die Abendveranstaltung betrifft, dieses Jahr unsere Players Night am Dienstagabend, weil eben am Mittwoch der 1. Mai ist. Dann haben wir am Donnerstagabend, lädt Bild ein, unsere Bild Night sozusagen auf der Anlage. Und dann ein ganz besonderes Event am Samstag, das ist nämlich die FWU Night. Und dort gibt es einen ganz besonderen Gast, nämlich Ronan Keating. Und das Schöne daran ist, dass die FWU auch den Fans die Möglichkeit gibt, über unser Gewinnspiel auf der Anlage Return to Win dort Tickets zu gewinnen und teilzunehmen. Alle Zuschauer von uns, die jetzt keine Tickets gewinnen, vielleicht auch noch nie bei den BMW Open waren, keine Ahnung haben, wie man dahin kann, gibt es noch Tickets oder wie läuft das denn? Es gibt noch Tickets, also der einfachste Weg ist einfach über unsere Homepage, über die BMW Open Homepage zu gehen und dort kann man dann bequem auch Tickets kaufen. Es gibt noch Tickets auf jeden Fall und Menschen, die noch nicht da waren, die kann ich nur bitten rauszukommen, ihnen das Turnier ans Herz legen. Bei uns wird Tennis zum Anfassen geboten, man hat eine unglaubliche Nähe zu den Spielern, weil wir eben in einer wunderschönen Clubanlage spielen, das MTDC Iphitos und bei uns einfach die BMW Open bei FWU ein Tennisfestival, ein Tennisfest in Bayern sind.